Künstler fragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Wir informieren Sie über die soziale Absicherung von Künstlern. Wir fragen Künstler, die von ihrer Arbeit und ihrem Leben erzählen werden. Wir fragen aber auch Menschen, die für die Ausbildung und Vermarktung von Künstlern wichtig sind. Und wir beantworten Fragen von Künstlern, ihre Fragen. Spannend, unterhaltsam und informativ. Künstlerfragen. Jeden vierten Freitag ab 19 Uhr bei Radio Lora. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks, Radio Lora. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auf 92,4. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Vierter Freitag im Monat, 19 Uhr, Zeit für Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Peter W. Strux. Ich freue mich natürlich, Sie heute durch die Sendung führen zu dürfen, die live von der Street Life Festival aus München kommt. Und ganz besonders freue ich mich hier im Regen auf meine heutige Gesprächspartnerin, heute bei mir, die Filmemacherin, Dozentin, grüne Abgeordnete im Landtag Bayern, Mutter und begeisterte Krautgärtnerin, Sanne Kurz. Moin, moin, grüß Gott und herzlich willkommen, Sanne. Hallo Peter, ich hoffe, du hast nicht den Regen mitgebracht heute hier. Ich wusste, dass sowas kommt, weil uns Norddeutschen, ich komme ja nun aus Hamburg, sagt man ja nach, wir sind nur mit dem Regen unterwegs. Ich bewundere die Münchner, dass die das so hinbekommen haben, dass ich hier ganz heimatliche Gefühle habe. Wenn jetzt gleich noch ein Tanker vorbeifährt oder ein Containerschiff, dann bin ich absolut zufrieden. Herzlichen Dank. Also, diese Sendung Künstlerfragen haben wir beim Streetlife Festival in München für Sie aufgezeichnet und senden Sie nun heute am vierten Freitag im Monat. Wenn ich mir so deinen Lebenslauf angucke, dann fällt mir als erstes natürlich auf, weil mich das vom Beruf her ein bisschen mit deinem verbindet. Das ist nämlich die Filmemacherin und die Dozentin. Du hast direkt nach deinem Abitur Film studiert. Fast direkt. Okay. Ich habe es probiert, gleich nach meinem Abitur Film zu studieren. Und wenn man aus einer Kleinstadt kommt wie ich und da dann auch, da gab es außer offenen Kanal, die offenen Kanäle in Rheinland-Pfalz, ist so ein Community-Medium, so ähnlich wie Radio Lora hier in München. Außerdem gibt es keine Medien dort. Und das heißt, wenn du dann da was machst, wenn du Theater inszenierst, wenn du mal einen Film drehst, da bist du der Star, da stehst du ständig in der Zeitung. Und wenn du dich dann an einer Filmhochschule in ganz Europa bewirbst und die nimmt dich nicht, dann wunderst du dich. So begann also meine Karriere erstmal mit viel Ablehnung und ich habe deshalb erst ein Jahr nach meinem Abitur tatsächlich hier an der Münchner Filmhochschule zu studieren angefangen. Ja, und was war denn so der Ausgangspunkt, dass du gesagt hast, ich will Filme machen? Gab es da so irgendein Highlight, wo du sagst, ja, das ist vielleicht nicht so ein Highlight, eher ein Lowlight. Und es hat auch ehrlich gesagt ganz viel mit der sozialen Situation von Künstlerinnen und Künstlern zu tun. Ich hatte während meiner Schulzeit Theater inszeniert und habe das geliebt und habe mich auch gespielt und mich mit Bühnenbildern befasst, mit Dramaturgie geschrieben und habe dann irgendwann im Rahmen meiner Facharbeit den Sprung gewagt und mal ein Praktikum gemacht in einem Landestheater in Rheinland-Pfalz. Und dann traf ich da Leute, die waren Mitte 40, Einzimmerwohnung oder WG, kein Auto, kein Geschirrspüler. Und ich dachte so, will ich so leben? Will ich mein Leben lang ohne Geschirrspüler verbringen? Also nicht, dass es jetzt beim Film dann besser geworden wäre, aber ich dachte dann in meiner Naivität, naja, wenn Theater halt so gar kein Geld bringt, nicht mal, wenn man es schon 20 Jahre macht, dann probieren wir doch mal den Film aus. Okay, und dann bei dem Film bist du natürlich nicht sofort in den Geschirrspüler eingesprungen, aber du hast da einige, wie ich finde, wichtige Menschen kennengelernt. Ich nehme einen Namen heraus, Michael Ballhaus. Gab es da einen Wegweiser, den du von dieser Person oder von den anderen Personen, ja, die für dich wichtig waren, mitgenommen hast für deinen weiteren Weg? Ja, also das Tolle an, also Künstler und Künstlerin, es ist ja ein Beruf, den man, ein Berufsweg, den man einschlagen kann, ohne eine staatliche Ausbildung oder private Ausbildung zu absolvieren. Also aber ich würde sagen, das ist eine Berufung. Also eine Berufung und keine Berufsausbildung. Ja. Das Besondere an den Hochschulen, Akademien ist aber, dass man eben solche Leute trifft, dass man die Chance bekommt, mit Menschen zu arbeiten wie Michael Ballhaus, wie Laszlo Kovács, wie Vilmos Zsigmond. Und da
dass man diesen Leuten auch nicht nur dann irgendwie ins Gespräch kommt, sondern auch tatsächlich, wie gehen sie um mit Teams? Wie lösen sie Probleme? Wie gehen sie künstlerisch an Dinge heran? Und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Es sind ganz viele so kleine Sachen. Ich kann jetzt nicht eine große Anekdote erzählen, aber ich habe ganz viel mitbekommen, was Disziplin angeht. Dass Disziplin einfach Vorbildfunktion das Allerwichtigste ist in einem Filmteam. Man macht ja ein Filmkunstwerk nicht alleine, sondern mit vielen, vielen anderen Beteiligten. Und ich habe auch viel mitgenommen, was Diplomatie und Führungsstil angeht. Das heißt also auch Führungsqualitäten entwickelt. Ich habe niemanden getroffen, der weit gekommen ist, obwohl es die natürlich auch gibt und sie berühmt-berüchtigt sind. Aber ich persönlich habe wirklich niemanden getroffen, der nicht eine tolle, charismatische Führungspersönlichkeit ist, der es dort weit gebracht hat. Charismatische Führungsperson. Du hast ja seit 2004 auch Lehraufträge als freie Dozentin. Mhm. Spiegelt sich das in deiner Arbeit als Dozentin auch wieder? Ich glaube, dass ein gutes Lehren, ein gutes Weitergeben von Wissen, von Erfahrung ganz gut in einem Team stattfinden kann. Weil ich ja auch immer von den Menschen, mit denen ich arbeite, in einem Lehrauftrag, in einer Lehrveranstaltung ganz viel für mich mitnehme. Das sind Leute, die haben zum Teil schon ein bisschen Erfahrung, zum Teil auch viel Erfahrung, zum Teil stehen die ganz am Anfang ihrer Karriere. Und das heißt, sie haben ganz andere Perspektiven auf Sachen, die ich vielleicht schon seit 10 Jahren gleich mache, ähnlich mache. Das bedeutet, in der Lehre hat man viel mehr einen Austausch, als es später in der Produktion möglich ist. Ich sage immer, wenn ich vor Schülern oder Studenten oder anderen stehe, heute lerne ich am meisten. Ja, ganz weil sicher. Die Fragen, die von außen an mich herangetragen werden, die kenne ich noch nicht. Die Antworten, die ich für mich schon gefunden habe, die habe ich schon. In welchem Umfeld unterrichtest du? Ist es eine Akademie oder? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Je nachdem, einmal im sozialen Bereich, ich komme ja nun aus dem Sozialwesen, wo ich dann vor Erziehern, vor Therapeuten, vor vielen, vielen Geschäftsleuten auch referiere oder aber eben auch vor Künstlern, vor jungen Studenten oder auch Schülern. Ja, das ist was ganz Besonderes, dass wir Kunst- und Kulturschaffende im Bereich der kulturellen Bildung sozusagen die Benefits von dem, was Kunst kann, ja, dass wir die auch nochmal weitertragen können zu Leuten, die auch gar nicht selber Kunst machen, sondern die Kunst dringend benötigen, um die Gesellschaft zu einem besseren Wir zu bringen. Da fällt mir ein schönes Lied zu ein, was wir gleich hören können. Das ist nämlich Imagine. Und ich glaube, das passt genau zu dieser Situation. Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Heute mit mir im Regen, ja, mitten auf der Straße. Susanne Kurz, Filmemacherin, Dozentin. Über diesen Bereich reden wir gerade noch ein wenig. Nämlich, Susanne, deine Filme aus den letzten Jahren. Ich habe die mal so ein bisschen zusammengeschnitten. Freistunde, ein Film über demokratische Bildung. Dann ein Film, Eine andere Welt ist pflanzbar, urbane Gemeinschaftsgärten. Besonders hervorheben möchte ich aber den anderen Film, nämlich den Kurzfilm, Die Herberge. Das ist ja ein Film nach einer wahren Geschichte und mich hat die Geschichte fasziniert, mich hat der Film fasziniert. Magst du ein bisschen darüber erzählen, wie es dazu gekommen ist und was es für eine Geschichte ist? Ja, wir, eine befreundete Regisseurin und ich, wir lasen im Winter 2015 der Adventszeit in der Zeitung von einer anderen Herbergssuche. Also nicht Bethlehem, die Geschichte, sondern es war eine andere Weihnachtsgeschichte, die sich hier im Sommer 2015 in Franken zugetragen hat. Da war ein Ehepaar in der Hitze des Sommers an einen Gasthof gekommen, bat um Essen und Trinken. Die haben sich verirrt, muss man dazu sagen. Die haben sich verirrt, ja. Die wussten nicht wohin, die haben sich verirrt, die wussten also auch nicht mehr, wo sie sind. Und die wurden dann von Bauarbeitern an den Gasthof geschickt, um da bewirtet zu werden. War alles ein bisschen komisch, es gab kein Besteck. Es gab auch keine Servietten. Es gab auch keine Menükarte und sowas, ne? Nee, ja. Und der erste Kellner konnte auch kein Deutsch. Hat dann, Moment, ich hole Kollege, ich hole Kollege. Und dann haben sie aber echt leckeres Essen bekommen. Es war am Spätnachmittag. Das heißt, die Küche hat auch schon geschlossen, dachten sie. Es gab kein warmes Essen mehr, aber es war sehr lecker. Sie wurden köstlich bewirtet. Und als sie dann bezahlen wollten, sagte man ihnen, sie seien eingeladen, sie seien die Gäste. Es handelt sich nämlich gar nicht um eine Gastwirtschaft, sondern um eine Flüchtlingsunterkunft. Und wenn wir uns erinnern, 2015... da ist es ja doch dem einen oder anderen so gegangen, dass man an ein Wirtshaus kam, was schon lange im Dorfkern nicht mehr geöffnet hat und dass dort Geflüchtete untergebracht waren, das wieder belebt haben. Und diese, wie wir fanden, sehr besondere Geschichte, diese andere Geschichte mal, die wollten wir erzählen. Und zwar so erzählen, dass es lustig ist, dass wirklich auch Leute, die
überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben, mal sich zumindest damit befassen und auch, dass es sowohl für Geflüchtete als auch für Deutsche witzig und verständlich ist. Das heißt, wir haben auch mit einem syrischen Autor zusammengearbeitet, der hier ein Writers in Exile Stipendium vom Pen-Zentrum Deutschland hatte. Und es ist tatsächlich so, dass wir mit arabischsprachigen Menschen im Publikum immer Gelächter an komplett anderen Stellen haben. Ja, also ich fand auch, dass da ganz, ganz viele skurrile, witzige Elemente drin waren, wie das Warten auf das Essen und einen leichten Blick in die Küche werfen und man sieht nur Messer, die gewetzt werden. Ja. Und ein Schaf, was geschlachtet wird, hört man im Hintergrund und macht... Genau, und dass dann diese Auflösung von ihr seid unsere Gäste doch etwas sehr, sehr, sehr Berührendes und sehr Bewegendes ist. Aber natürlich, die Geflüchteten haben genauso Angst. Also die Deutschen haben Angst. Erwin, hast du da Jack jetzt denn mitgegeben und da ist da Geld drin? Und auf der anderen Seite sind es natürlich die Geflüchteten genauso, die denken als die Deutschen, die Karte, die denken, die wollen die Aufenthaltskarte sehen und haben eben Angst, dass sie jetzt nicht nachweisen können, wo ihre Papiere sind und haben genauso Angst, weil es ja den Menschen auch so, wir haben das ja alle, dass wir Angst vor Fremden haben, oder? Ist bei euch auch so in Hamburg, ne? Sobald eine Situation nicht mehr kontrollierbar oder überschaubar ist, ja, entsteht Angst. Ja. Und Angst deshalb, weil wir ganz häufig gefüttert werden mit alles, was uns nicht mehr vertraut ist, das ist bedrohlich, obwohl das gar nicht stimmt. Hm. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns aber darauf einlassen, passiert ja etwas, dass oftmals die Erlösung kommt im Sinne von, oh, ich bin bereichert worden, ich bin beschenkt worden. Das ist ja ein wunderbares Moment, was fürs Leben weiterträgt. Wir hören jetzt aus diesem Film die Hauptmusik. Das ist von unserem Hauptdarsteller Yasin El-Harouk, der unter dem Pseudonym Yoni auch Rapmusik macht. Das ist ein marokkanischer Schwabe, der der Einbürgerung harrt. Und das Stück heißt C'est Dommage und ist ein mehrsprachiges Stück. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Heute zu Gast bei mir, Sanne Kurz. Sanne, du bist auch oder du arbeitest auch als Kunstschaffende im visuell performativen Bereich. Was kannst du den Hörerinnen und Hörern dazu sagen? Was ist das? Was müssen die sich darunter vorstellen? Es ist ja schon seit einigen Jahrzehnten so, dass die Künste sich aus den klassischen Sparten wegentwickelt haben. Und ich bin eigentlich einfach durch befreundete Kunstschaffende dazu gekommen, dass man da, wo man Performances macht, ein visuelles Element mit einbaut. Das bedeutet, wir arbeiten zum einen mit Visual Walks, das heißt, es sind Augmented Reality Walks, wo du was auf einem Abspielgerät abspielst, das in der echten Welt sozusagen dann an deinem Mobilgerät was anderes eingeblendet ist. Also wir sind jetzt hier zum Beispiel in der Leopoldstraße, Ludwigstraße. Ich hebe mein Handy hier hoch und sehe ein Nashorn statt des Herrn, der ein Foto macht. Also jetzt beispielsweise mit den Bahnhofsmissionen haben wir ein langes Projekt gemacht, das nannte sich Wanderbank. Da war eine Performerin, die Geschichten gesammelt hat, aber auch Dinge gemacht hat, die auf der Bank scheinbares Nichtstun sind. Also häkeln, sitzen, Menschen beobachten, Bändchen knüpfen. Und ich habe dann den Leuten, die dort kamen, die dort saßen und auch mit der Zeit echt alle ihre Geschichten erzählt haben, was ganz unglaublich ist, was da passiert ist, habe ich eine visuelle Bühne gegeben. Und hinterher haben wir dann eben Ausstellungen daraus gemacht. Und dadurch, dass du die visuelle Komponente hast, kannst du viele Materialien der heutigen Zeit, wo so eine wahnsinnige Flut an Eindrücken kommt, auch hinterher besser dann multiplikativ verbreiten. Das heißt, man kann Kunst auch bündeln, um sie dann nochmal wieder neu in die Welt zu bringen. Ist auch wichtig, damit man neue Leute erreicht. Genau. Ist das nicht auch oft, dass man einfach mehr erreichen will, außer den 20, die jetzt da sind? Ja, also ich kenne das so aus meinem künstlerischen Bereich. Ich bin ja unter anderem Konzeptkünstler. Das heißt, ich habe einen Themenbereich und entwickle ein Konzept dazu, welche Elemente brauche ich dazu. Sei es das Element Tanz für das Theater, die Texte, die Bilder und viele solcher Sachen, die dann zusammengeführt werden in einen Raum und für diesen Raum und aus diesem Raum dann nochmal ganz viele Leute, denen begegnen kann und dort eine neue und andere Form von Kommunikation entsteht. Mhm. Künstlerfragen. Sanne, kurz. Stichwort. Grüne Abgeordnete im Landtag Bayern. Politik, Kultur, Kunst. Wie kommt denn das zusammen? Also, Kunstpolitik habe ich noch nicht gehört. Kulturpolitik, das kenne ich so ein bisschen. Aber wie bist du da hingekommen? Was reizt dich? Du hast ja vorhin schon bei den Filmtiteln einmal
so erwähnt, was die Schwerpunkte sind, und vielleicht sieht man da schon thematisch so, dass ich habe in den letzten Jahren, also ich habe schon immer mich politisch engagiert in NGOs, in Verbänden, in der Schülervertretung, im sozialen Bereich, und in den letzten Jahren wurde das immer stärker, dass ich sozusagen mehr Zeit in was investieren will, wo es nicht egal ist, ob es das gibt oder ob es das nicht gibt. Das heißt, ich habe mich bemüht, im Film schaffen, mehr und mehr Dinge zu tun, wo ich das Gefühl habe, Films that matter, Movies that matter, also Dinge, die wirklich auch was bewegen könnten. Und irgendwann war dann tatsächlich nach der Herberge eigentlich der Schritt da, dass mich so viele angesprochen haben, mir gesagt haben, ich hätte ihre Meinung verändert oder jetzt sehen sie das anders, jetzt dieses, was du gesagt hast, wenn man sich darauf einlässt auf was, dann versteht man auch Dinge, wenn man offen bleibt. Und dann war eigentlich klar, ich muss mich an dem parlamentarischen Prozess beteiligen, ich muss mich am politischen Prozess beteiligen in einer Form, die eben nicht nur auf der Straße stattfindet, weil die Meinung, die Politik wird zwar auf der Straße gemacht, aber die Gesetze werden im Parlament gemacht, und da war dann der Schritt recht schnell getan. Das heißt, wenn ich das so zusammenfassen darf, als Filmemacherin liegt so dein Schwerpunkt, ja, die Welt zu verändern. Und das wiederum ist in deinen Schritt in die Politik übergeschwappt. Und du sagst, ja, mit Filmen kann ich ein bisschen die Welt verändern, aber jetzt brauche ich noch einen nächsten Schritt. Ich mache es aktiv in der wirklichen realen Politik. Richtig, weil in Demokratien ist ja so, dass eine Welt, wie die Menschen sie leben, noch lange nicht die Welt ist, wie wir auch unsere Zukunft weitergestalten. Und das ist, glaube ich, eben dann der Schritt, den man noch gehen muss, dass man in Räte geht, in Parlamente geht. Es sind jetzt ja auch in Bayern Kommunalwahlen, aber das ist auch ein bundesweites Thema. Ich appelliere an Künstlerinnen und Künstler, tretet ein in politische Parteien. Es ist fast egal, in welche. Also es ist nicht ganz egal, aber fast egal. Man muss sich fragen, wo könnte ich am ehesten eine Heimat finden? Bin ich ein wertkonservativer Mensch? Bin ich ein progressiver Mensch? Was sind die Themen, die mir wichtig sind? Und es ist ganz wichtig, dass wir Künstlerinnen und Künstler auch in Räten vertreten sind, in Parlamenten vertreten sind, weil wir haben die Expertise. Also ich bin im Landtag die Einzige, die Kunst- und Kulturwelt von innen kennt. Bei mir im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, da sitzen Menschen, die gehen in die Oper, aber die haben noch nie als Museumsaufsicht arbeiten müssen, damit sie die Miete bezahlen können. Wir kennen auch nicht den Bereich, wie sieht es hinter der Bühne aus? Richtig. Mit Kabel schleppen, mit Bildern aufhängen und so Richtig. Weiter. Richtig. Und dann kommst du zu solchen politischen Entscheidungen, dass zwar die Zuschauerräume ganz toll barrierefrei sind und man sich rühmt, dass man im Theater natürlich barrierefrei Kunst genießen kann, aber wenn du mal mit einer Schauspielerin im Rollstuhl sprichst, die eine ganz normale staatliche Ausbildung hat und dann einen Unfall hatte, die findet keine Anstellung mehr, nicht weil sie jetzt schlechter spielen würde, sondern weil man auf die Bühnen nicht barrierefrei raufkommt. Ja. Und da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Das sind auch so Themen wie jetzt bei uns im Münchner Haus der Kunst, werden gerade 2/3 der Belegschaft überlegt man aus wirtschaftlichen Gründen zu entlassen und outzusourcen an eine Sicherheitsfirma. Und ich glaube eben, wenn da mehr Betroffene einfach sich auch in Parlamenten, in Räten, in Gremien engagieren würden, dann ist das nicht so ein einmaliges, wir machen eine Petition, das ist auch wichtig, das braucht es auch natürlich, eine Mahnwache, eine Demo, aber dann ist es ein nachhaltiges immer wieder in die Bresche schlagen und dann bekommt Kunst und Kultur einfach mehr öffentliche Aufmerksamkeit, weil man sieht, was für einen Dienst wir eigentlich an der Gesellschaft leisten, was für ein Service in einer sich immer mehr digitalisierenden, anonymisierenden Welt wir als Künstler und Künstlerin leisten und auch nur Kunst und Kultur leisten kann. Das kann nämlich sonst niemand. Ja, Stichwort Kunst, Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Da nenne ich einfach noch mal so kurz, was das Paul Klinger Künstlersozialwerk ist. Das Paul Klinger Künstlersozialwerk steht seit über 45 Jahren als professioneller Ansprechpartner für Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung. Und das Ziel des Vereins ist es, Aufklärung und Informationen im Bereich von Fachwissen, Fragen der sozialen Absicherung und vielen anderen dieser Bereiche. Wir haben ein fantastisches Netzwerk von Künstlern, wo sich die Künstler miteinander verbinden. Es gibt Netzwerke, es gibt Newsletter. Wir haben einen Künstler-Sozialreport, der ein wunderbares Nachschlagewerk ist. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Nachfragen haben, dann können Sie sich gerne an unsere Geschäftsstelle wenden. Ute Belting freut sich ab Montag dann wieder über Ihren Anruf unter 089 57 00 4895. Wir sind natürlich auch im Internet ganz einfach zu finden unter Paul Klinger Künstler Sozialwerk, und Sie können uns unterstützen, denn wie ich vorhin schon sagte, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Melden Sie sich, schicken Sie eine Mail oder
Schauen Sie im Internet nach, Sie finden uns auf der Internetseite paul-klinger-ksw.de. Sanne, die politischen Ziele hast du, glaube ich, mal so beschrieben: ich packe an, wo der Schuh drückt. Die Beteiligung der Bürgerschaft heißt für mich immer mehr als nur Volksbegehren und Unterschriften sammeln. Das heißt für mich, ich muss vor Ort präsent sein, zuhören, vernetzen, Ideen geben und unterstützen. Du bist ja auch Mitglied im Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Wie bist du denn dahin gekommen? Ich kann sagen, wie ich dahin gekommen bin. Wie bist du dahin gekommen? Ich bin dahin gekommen, ich habe ein internationales Kunstprojekt gestartet und bei der Suche nach möglichen Netzwerkern bin ich auf das Künstlersozialwerk gestoßen und habe gesagt, Mensch, das wäre doch ein wunderbarer Ort, Künstlern zu zeigen, wir machen gerade dieses große Theaterprojekt, das durch ganz Europa gehen soll, und suchen einfach Künstler, die gerne mitmachen wollen. Und so bin ich in den Verein gegangen und habe dann viel, viel später gemerkt, es gibt noch ganz, ganz andere Themen außer Netzwerken, nämlich die Verantwortung im sozialen Bereich, das, was du vorhin angesprochen hast. Wie können wir jungen Familien helfen, die künstlerisch tätig sind? Wie können wir älteren Künstlern und Künstlerinnen helfen? Und das ist ja alles das, was mich nach wie vor brennend interessiert und wo ich einfach ja für brenne. Es fängt ja mit sowas wie, also ich habe selber 4 Kinder und es fängt mit sowas wie Erziehungsgeld an, dass da halt nicht die letzten 5 Jahre hergenommen werden, sondern nur das letzte Jahr. Und oftmals hast du natürlich in dem Jahr, bevor dann die Geburt ist, da warst du ja schon schwanger, da kannst du vielleicht nicht mehr so viel arbeiten. Das ist eine Riesenkatastrophe. Außerdem wird es immer nur vorläufig berechnet. Das heißt, du hast den gesamten Verwaltungsaufwand 2-mal, den anderen nur 1-mal haben. Genau, aber wie bin ich zum Paul Klinger Künstler Sozialwerk gekommen? Es ist tatsächlich, wie hier in München üblich oder vielleicht sogar in ganz Oberbayern oder vielleicht sogar inzwischen ganz Deutschland üblich, die Raumnot, der Mietdruck, der mich zum Paul Klinger Künstler Sozialwerk gebracht hat. Es gab hier eine Zwischennutzung von Kreativ München. Das ist die Kultur- und Kreativwirtschaftsberatung hier in München. Die hatten im Ruffini-Haus ein Zwischennutzungsprojekt, wo man eben, ich hatte das mit einer befreundeten Kollegin auch schon für mich alleine gesehen, aber wo man als Individuum kaum das leisten konnte, was die wollten, weil wie bei Zwischennutzung leider oft üblich, wollte man, dass noch ein tolles Kunstprogramm gemacht wird, noch eine Show und möglichst noch Events und außerdem auch dann Takte auf den Türen, das Büro muss besetzt sein, also die wollten halt, dass da auch was passiert. Ich wollte aber nur einen günstigen Raum, wo ich arbeiten kann. Und da war natürlich mit dem Paul Klinger Künstler Sozialwerk das eine tolle Chance, dass man sagte, okay, gemeinsam sind wir stark. Wir zusammen, wir als Künstlerinnen und wir als Künstler zusammen können Events machen einmal im Monat. Wir gemeinsam können immer jemand dort vor Ort haben. Und dann war ich in einem Zwischennutzungsprojekt dabei und es war so toll zu sehen, was man dann doch auch an Außenwirkung mehr erreicht, wenn man zusammenarbeitet. Gerade im sozialen Bereich, dass ich geblieben bin und sehr gerne geblieben bin. Ja, und das, was man noch dazu sagen kann, wir sind beide mittlerweile im Vorstand und mir macht es ganz viel Freude, dort mit den anderen Kolleginnen und Kollegen und mit dir zu arbeiten. Ja, dann gibt es noch etwas, was mir ganz wichtig ist zu erwähnen, ich glaube dir auch, Sanne Kurz, Künstlerin und Mutter. Du hast das zwischendurch immer angesprochen. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ja, also das können sich ja ganz, ganz viele Eltern, wo beide Eltern arbeiten möchten, fragen. Das betrifft nicht nur mich, sondern es betrifft ganz viele. Ich habe 4 Kinder. Das ist so schwierig, das mit Familie und Vollzeitarbeit zu schaffen, dass ich auch 2-mal geschieden bin. Also ich habe 4 Kinder von 3 Vätern. Und das ist natürlich besonders im Kulturbetrieb ein großes Problem. Viele Arbeitszeiten, gerade in der Musikbranche, im Theater, sind nicht sehr familienfreundlich. Es gibt da verschiedene Modelle. Ganz besonders toll fand ich jetzt in Baden-Württemberg, da hat man an einem Staatstheater, ihr schneidet's, oder? Ganz besonders toll fand ich jetzt in Baden-Württemberg, da hat man an einem Staatstheater einer Intendantin ermöglicht, eine Spielzeit mit Frauen zu machen. Das heißt, sie hat eine komplette Spielzeit, nur Regisseurin, nur Schauspielerin, also unglaublich eigentlich. Und dadurch haben die in dieser Spielzeit eine eigene Theaterkita.
Das ist einfach mal ein Weg, wo man sagt, okay, dass man jetzt die Künste in 9-to-5 reinquetscht, will ja auch keiner. Aber wo sollen denn die Kinder hin abends, wenn jetzt beide in der Szene tätig sind? Oder wenn man alleinerziehend ist, ist es einfach ein Riesenproblem. Und sogar jetzt in meiner Abgeordnetentätigkeit, ich habe als Künstlerin lange das Problem gehabt, dass ich mir nicht mal Babysitter leisten konnte. Und jetzt in der Abgeordnetentätigkeit wären die Mittel da, aber man findet gar keine Krippen, die länger auf sind. Das heißt, man braucht dann jeden Tag, entweder man hört um 4 zu arbeiten auf, es geht natürlich auf keinen Fall als Politikerin. Wir haben zum Teil Sitzungen bis 23 Uhr. Oder man hat eben für jeden Tag dann andere Menschen, die Kinder abholen. Das muss man alles organisieren, man muss die alle anmelden, muss die alle bezahlen. Erstmal muss man die finden überhaupt. Und das ist eine große Katastrophe. Familienfreundlichkeit ist was, wo wir hier in Deutschland noch ganz, ganz, ganz viel dazulernen müssen. Also das glaube ich auch, wenn man das anschaut, wo gibt es schon die Möglichkeit, dass Kinder nah bei den Eltern, bei der Mutter, bei dem Vater sein können, während die arbeiten. Das ist ganz, ganz selten. Mhm. Und ich glaube, da besteht tatsächlich ein ganz, ganz großer Bedarf, wo wir ganz viel aufholen müssen. Man kann aber auch fordern. Also ich habe ja dadurch, meine Kinder sind sehr weit verteilt. Mein Ältester ist 23, mein Jüngster ist 1. Und bei dem 23-Jährigen haben mich damals, es hat sich schon was verändert, damals haben mich Leute nicht mal angerufen, die sagten, du hast doch jetzt ein Kind bekommen, du hast doch bestimmt keine Zeit, ich habe keine Aufträge mehr bekommen. Das hat sich verändert. Jetzt mit der Emma, die ist 5 und mit Zoe, mit der Kleinen, haben die Leute mir Aufträge gegeben, haben mich angerufen, wollten mich und haben dann, oh, aber wie machen wir das mit den Kindern? Das heißt, sie haben zumindest mich schon mal nicht mehr ausgebotet und dann kamen wir gemeinsam auf Ideen. Es wurde zum Beispiel für einen großen Dokumentarfilm ein Wohnmobil mit Babysitterin gemietet, sodass ich mit Babysitterin und Kind rumfahren konnte. Es wurde hier in München ein Film gedreht, wo es Stillpausen für mich, die Kamerafrau, gab. Wo also das ganze Set einfach alle 3 Stunden kleine 10-minütige Pause hatte, weil das Baby gestillt werden musste. Und das ist einfach was, was dann auch allen, die da mitarbeiten, Mut macht, unsere Gesellschaft zu einem kinderfreundlichen Ort zu machen, weil eine Welt ohne Kinder ist eine Welt ohne Zukunft. Das heißt, wenn wir wollen, können wir. Ja. Und wir müssen nur immer wieder neu darauf hinweisen, so geht es. Ja. Ich habe da auch ein ganz besonderes Lied herausgefunden, nämlich von den Toten Hosen. Das ist der Moment. Künstler fragen. Sanne, was wünschst du deinen und natürlich auch den anderen Kindern? Und was magst du jungen Menschen aus deiner bisherigen Erfahrung mit auf den Weg geben? Also ich glaube, ich habe eine Rückfrage ein bisschen so. Du meinst in Bezug auf Berufswahl, Weg als... Auf den Weg, den sie gehen. Also jetzt nicht, isst dein Spinat auf, dann wirst du stark. Sondern eher, ich erlebe das, wenn ich mit Schülern, die so in der 8., 9. Klasse sind, die nicht wissen, wo geht's lang, wo wollen sie denn überhaupt hin oder wie geht das Leben überhaupt, denen einfach Mut mache und sagen kann, so wie du bist, bist du gut und ich kann dich eine Zeit lang begleiten oder jemand anders kann dich begleiten, so zu werden, wie das, was in dir steckt, dass das auch herauskommt. Nicht, dass du irgendwas sein musst, sondern dass du das werden darfst, was in dir steckt. Also, wenn ich mit jungen Menschen, insbesondere auch mit meinen Kindern spreche, probiere ich ihnen immer mit auf den Weg zu geben, dass sie ihrem Herzen folgen sollen. Sie sollen gut tief in sich reinlauschen, auf den Ruf ihres Herzens schauen, was sie fasziniert. Wenn es auch vielleicht, wo ich der Meinung bin, dass sie da kein Talent zu haben oder dass das vielleicht für sie nicht geeignet ist. Wenn sie es nicht probieren, werden sie es nie herausfinden. Und ich glaube, der Weg ist das Ziel. Das Entscheidende sind die Erfahrungen, die wir machen, den Menschen, denen wir begegnen. Und wenn wir dann zurückschauen im Alter, dann sehen wir, dass der Weg das Besondere ist und das Ziel vielleicht gar nicht so wichtig. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Peter W. Strux und gerne möchte ich noch auf unseren Radiosender Radio Lora 92,4 in München hinweisen, der unsere Arbeit mit dieser Sendung unterstützt, gerade auch heute hier im Regen. Herzlichen Dank. Das ist eine ganz, ganz große Hilfe, denn ohne diesen Sender könnten wir die Sendung Künstlerfragen nicht ausstrahlen und die wird auch nicht bei Ihnen ankommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und wenn Ihnen die Kunst gefällt, unterstützen Sie uns, das Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Und ein ganz, ganz herzliches Danke geht heute an meine Gesprächspartnerin, die Filmemacherin, grüne Abgeordnete im Landtag Bayern, Mutter, Künstlerin Susanne Kurz.
Sanne, ich fand es ganz, ganz spannend mit dir. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es die ganze Zeit noch weiter regnet. Ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und tschüss und servus. Vielen, vielen Dank, Peter, für deine Reise aus Hamburg nach München. Gerne. Vielen Dank euch. Oh, das kommt sogar von Ja, ja. Jetzt gehen wir Kaffee trinken, oder? Oh, ja, klar.